Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns sieben wichtige Business Intelligence Begriffe näher an. Bevor wir loslegen können, bitte ich euch, meinen Kanal zu abonnieren, damit ich euch noch viele weitere Videos bereitstellen kann. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Die erste Frage, die wir uns ansehen, ist: Was ist ein Cube? Ein Cube oder auch OLAP Würfel ist eine Struktur zur Speicherung von Daten, die meist direkt oder indirekt von einem Data Warehouse bezogen werden. Ein Cube kann im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Würfel theoretisch unbegrenzt viele Dimensionen, Schrägstrich Stammdaten haben. Über Analysewerkzeuge kann ein Endanwender die in dem Cube vorhandenen Daten auswerten. Dabei können die Daten nach den vorhandenen Dimensionen, zum Beispiel die Zeitdimension oder Kontendimension, ausgewählt und aggregiert werden. Beispielsweise könnten in einem Unternehmen der Umsatz in einem bestimmten Monat, in einer bestimmten Region und einer bestimmten Produktkategorie angezeigt werden. Kommen wir zur nächsten Frage. Was ist ein Data Warehouse? Unter einem Data Warehouse versteht man eine zentrale Sammelstelle von Daten, die in einem Unternehmen anfallen bzw. gesammelt werden. Gespeist wird das Data Warehouse meist von verschiedenen Datenquellen, wie zum Beispiel aus den Daten eines ERP-Systems. Ziel ist es, mit Hilfe eines Data Warehouses eine bereinigte Datenbasis aufzubauen, die als betriebswirtschaftliche Entscheidungshilfe dient. Kommen wir zur nächsten Frage. Was ist ein ETL-Prozess? Der ETL-Prozess besteht aus den Einzelschritten Extract, Transform und Load. Diese Methode aus der Informatik ermöglicht es, Daten aus verschiedensten Quellen zu lesen, aufzubereiten und in einem zentralen System zur Verfügung zu stellen. Unternehmensrelevante Daten stammen heute aus unterschiedlichsten internen und externen Quellen. Um all diese Informationen nutzbar zu machen, müssen die verschiedenen Datenquellen zunächst erschlossen werden. Da es sich um verschiedene Formate handelt und nicht jeder einzelne Datensatz relevant ist, erfolgt im zweiten Schritt eine Bereinigung und Aufbereitung der Rohdaten. Abschließend werden die aufbereiteten Daten dann in einer zentralen Datenbank bzw. in einem Data Warehouse bereitgestellt, um sie für die Anwender zugänglich zu machen. Was ist eine relationale Datenbank? Eine relationale Datenbank basiert auf dem relationalen Datenbankmodell und ist ein häufig verwendeter und beliebter Datenbanktyp. Die Daten sind in Tabellen mit Zeilen und Spalten abgelegt. Eine Datenbank kann aus vielen einzelnen Tabellen bestehen, die miteinander in Beziehung stehen. Abfragen und Datenmanipulation erfolgen mit Datenbanksprachen wie SQL. Relationale Datenbanken haben den Vorteil, dass Redundanzen, also die mehrfache Speicherung gleicher Daten und Inkonsistenzen, Probleme bei der Aktualisierung mehrfach gespeicherter Datensätze verhindert werden. Was ist SQL? Die Abkürzung SQL steht für den Begriff Structured Query Language und bezeichnet eine Sprache für die Kommunikation mit relationalen Datenbanken. Mit SQL-Befehlen lassen sich Daten relativ einfach einfügen, verändern oder löschen. Mit SQL können so gut wie alle relationalen Datenbanken verwendet werden. Auch wenn SQL auf relationaler Algebra basiert, ist ihre Syntax simpel gehalten, da sie an die englische Umgangssprache angelehnt ist. Außerdem ist sie standardisiert und normiert. Was ist eine KPI? Die Abkürzung KPI steht für Key Performance Indicator und es handelt sich dabei um einen Fachbegriff aus der Betriebswirtschaft. Key Performance Indicators sind Leistungskennzahlen, an denen der Erfolg einer unternehmerischen Aktivität oder auch der Erfüllungsgrad eines bestimmten Zieles gemessen werden kann. Sie sind daher ein wichtiges Controlling-Instrument. Die KPIs werden für jedes Unternehmen und jedes Ziel individuell zusammengestellt. Sie dienen als ein Hilfsmittel zur Zielerreichung
und um Aussagen über Erfolge und Misserfolge zu treffen. Was ist ein Dashboard? Als Dashboard oder Cockpit bezeichnet man die intuitiv erfassbaren Darstellungen wesentlicher Informationen für ein definiertes Fachgebiet. Ein Dashboard besteht aus relevanten Kennzahlen, die als KPI oder grafische Visualisierung dargestellt werden. Die Betonung liegt hier eindeutig auf relevant. Das Definieren relevanter Kennzahlen stellt für den hauptsächlichen Aufwand bei der Erstellung eines Dashboards dar. Das Design der eigentlichen Oberfläche gelingt mit modernen grafischen BI-Werkzeugen wie Power BI recht schnell. Nun sind wir am Ende dieses Videos. Ich hoffe, ich konnte euch diese 7 Begriffe näher bringen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, euch zu antworten. Tschüss, danke und bis bald.